Warum ist es Kobolden eigentlich nicht gestattet, in der Harry Potter Zaubererwelt Zauberstäbe zu tragen oder zu benutzen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Kobolde sprechen. Es dürfte dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass Kobolde im Laufe der Geschichte der Zauberer nicht gut behandelt wurden. Reinbütige hassten sie regelrecht und in der Vergangenheit hegten selbst die fortschrittlichsten Mitglieder der Zaubererwelt ein allgemeines Misstrauen gegenüber den kleinen Kreaturen. Und wenn wir in die Geschichte der Zauberer zurückblicken, scheint es einen Konflikt nach dem anderen zwischen Zauberern und Kobolden gegeben zu haben, wobei die Kobolde bei zahlreichen Gelegenheiten rebellierten. In der Gegenwart kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass die Spannungen nachgelassen haben, dass aber noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Heutzutage sind die Kobolde für die Zaubererbank Gringotts zuständig und beaufsichtigen alle Aufgaben, die mit der Währung in der Zaubererwelt verbunden sind. Und in dieser modernen Ära scheinen die fortschrittlicheren Mitglieder der Zauberergesellschaft damit begonnen zu haben, sie als gleichberechtigt zu behandeln. Dennoch gibt es in der Welt der Zauberer immer noch offensichtliche Ungleichgewichte, die die Kobolde behindern. Sie haben jetzt einige Rechte mehr als im 16. Jahrhundert, aber sie sind immer noch von grundlegenden Dingen ausgeschlossen, wie zum Beispiel davon, einen Zauberstab zu tragen. Der Besitz eines Zauberstabs ist bei der Zauberergesellschaft fast schon ein Geburtsrecht. Wenn du alt genug bist, gehst du zu Ollivanders und bekommst einen Zauberstab, der sorgfältig für dich ausgewählt wurde. Es ist der Beginn deiner persönlichen Reise zur Entdeckung deiner magischen Fähigkeiten. Aber Kobolde sind davon ausgeschlossen. Warum eigentlich? Warum können Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Im 16. Jahrhundert begannen einige Koboldzauberer böse zu werden. Richtig böse. Da die Zauberer den Kobolden keinerlei Respekt entgegenbrachten und ihnen jegliche Rechte verweigerten, beschlossen die Kobolde zu rebellieren und griffen 1612 das Dorf Hogsmeade an. Die genaue Zahl der Opfer auf beiden Seiten ist nach Angaben von Zauberer-Historikern im Laufe der Jahre verloren gegangen, aber sie bekräftigen, dass diese Zahl gewaltig war. Und obwohl der Koboldaufstand von 1612 wahrscheinlich notwendig war, um irgendeine Art von Veränderung in Gang zu setzen, hat sich nicht wirklich etwas verändert. Im Gegenteil, es hat alles noch viel schlimmer gemacht. Als Reaktion auf die Gewalttaten in Hogsmeade versammelte sich die britische Zauberergemeinschaft und schuf eine Reihe von Gesetzen, die den Umgang mit nichtmenschlichen magischen Kreaturen einschränkten. Das härteste dieser Gesetze war der neue Kodex für den Gebrauch von Zauberstäben, den der Rat der Zauberer weniger als zwei Jahrzehnte nach der Rebellion verabschiedete. Dieser beschränkte den Gebrauch von Zauberstäben auf menschliche Zauberer und machte es für Kobolde, Hauselfen, Riesen und andere nichtmenschliche Wesen zu einem Verbrechen. Während menschliche Zauberer in den Jahrhunderten zuvor einfach nur Zauberstabwissen gehortet hatten, war es nun für Kobolde tatsächlich illegal, Zauberstäbe zu studieren und zu besitzen. Auf den ersten Blick sieht man, dass dieses Gesetz es den Kobolden fast unmöglich machte, sich gegen mit Zauberstäben bewaffnete Zauberer und Hexen zu verteidigen. Der vielleicht schockierendste Teil von all dem ist, dass der verheerende gesetzgeberische Schlag, den die Zaubererwelt den Kobolden versetzt hat, bis heute anhält, obwohl die Kobolde einer der Eckpfeiler der Zauberergesellschaft sind. Die Kobolde haben nicht nur die gesamte Zaubererwirtschaft am Laufen gehalten, sondern auch einige der mächtigsten Waffen und Rüstungen geschmiedet. Die Behandlung der Kobolde in der Zauberergesellschaft ist gelinde gesagt eine Tragödie. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.